Steck dein Schwert weg, Junge! Überhaupt ist der sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Hintergehe uns nie wieder! Wir geben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ja. Welch Glück, einen so tapferen, fähigen Ritter gefunden zu haben. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Doch dich konnte sie nicht täuschen, tapferer Recke. Du hast die Welt von einem großen Übel befreit. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Oh, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen? Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist.
Wir sagen es dir, tapferer Junge. Cool. Wir wussten, dass jemand so von uns kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Engelrit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das willst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Mit der weißen Kälte. Sieht nach dem Boss aus. Das ging nicht. Kopf an ihr hauen. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter.
Okay, cool. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz auf Klo, ne? So, da bin ich wieder. Ja, wir sind ja schon fast Level 11. Ah, richtig gut. Hauptquest hat sich gelohnt. Hat ordentlich EP gegeben. Ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Rein theoretisch müssten wir jetzt, glaube ich, nach Ochsenfurt. Damit wir die Hauptquest komplett abschließen können. Genau, Familienangelegenheiten, ne? Wir haben ja jetzt alles über Anna erfahren. Nebenquest haben wir keine so wirklich. Den können wir noch machen. Ja, und dann können wir die Schatzsuchen eigentlich weitermachen. Außer wir kriegen dann noch bessere Sachen. Na ja, dann gehen wir jetzt nach Ochsenfurt, würde ich sagen, und gucken mal, ob wir noch was über die Tochter rausfinden. Ne? Kann ich den... Gehen wir am besten hier hin zum Maulbeertal und retten dann so hoch. Der war da hinten. Weg. Hier dieser. Doch, da vorne. So, mal schauen. Na krass, Alter. Mit den Mumen. Aber die kriegen wir auch noch, glaube ich. So, mal kurz im Inventar gucken. Wir haben hier nämlich so eine Schuhe gekriegt. Okay. Oh, die Jägerhandschuhe sind ein bisschen besser vielleicht. Nee. Oh, guck mal. Schwanz auf Bonuskräuter. Kritische Trefferchance. Oh, nee. Die sind gut. Achso, wir haben noch so einen Sattel. Genau, da kriegen wir nämlich mehr Ausdauer. Na, tippitoppi. So, kann ich das nicht irgendwie... So, genau. Guck mal hier. Beziehen Plätze. Gucken wir jetzt, ob er. Ey. Gucken wir jetzt mal, ob wir Tamara hier noch finden. In Ochsenfurt. Ich bin ja auch näher ran. Okay. Was soll ich bloß tun? Was ist mit den Überlebenden? Ewiges Feuer. Du, warte! Bleib stehen! Ich bin kein Kämpfer! Hilfe! Hilfe! Ganz ruhig. Ich ermorde keine Priester in Not. Kein Priester, ein Diakon. Erst seit 2 Monaten aus dem Seminar raus. Auf meiner ersten Mission. Und ein Diakon auf seiner ersten Mission tötet man nicht. Moment, deine Augen. Diese gelbe Farbe, die Pupillen. Darüber habe ich gelesen. Du bist ein Hexer. Da ich weder eine Katze noch eine Natter bin. Ringelnattern haben runde Pupillen, keine schlitzförmigen, aber... Ist ja auch egal. Bitte, wenn das Tor geöffnet wird, bricht die Pest über uns herein. Okay. Du musst ja verzweifelt sein, wenn du einen Hexer brauchst. Dachte, deine Kirche hasst uns Mutanten. Ein verbreitetes Missverständnis in der Kirche.
über das mein Mentor und ich viel diskutiert haben. Jeder kann in dieser Welt Gutes tun. Auch Mutanten. Bist du wirklich ein Priester des ewigen Feuers? Jemand aus deiner Kirche wollte mich letztens umbringen, hier in der Nähe. War verärgert, dass ich seine Rolle im Fistech-Handel aufgedeckt hatte. Warum soll ich dir trauen? Ich verstehe. Das betrübt mich zutiefst. Ich werde für seine Buße beten. Selbst Diener der Kirche können mal Fehler begehen. Oder zu maßlosen Untertreibungen neigen. Na schön, aber eine Frage, Priester. Wie soll ein Hexer die Pest bekämpfen? Nicht die Pest, sondern ihren Ursprung. Diese Mine, die Teufelsgrube, ist seit Jahrhunderten ein Ort für die Todkranken. Eine isolierte Zuflucht für die Betroffenen. Ein Loch zum Sterben. Genau das meinst du damit doch. Ich bin nicht stolz darauf. Aber wie sonst soll man dem scharlachroten Nebel widerstehen? Einer unheilbaren Pest, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Dafür habe ich kein Verständnis. Einfach in ein Loch geworfen zu werden, um langsam zu verfaulen. Was für ein bemitleidenswertes Schicksal. Stattdessen sollen die Erkrankten ihre Familien, ihre Nachbarn anstecken? Dann würden sie auch sterben und andere mit ihnen. Die Kirche will die Gesunden schützen. Es ist, wie es ist. Aber was geht mich das alles an? In der Mine befindet sich eine Salzhöhle, in der es spukt. Alten Berichten zufolge lauert dort jemand. Oder etwas. Ein flüsternder Geist in der Nacht, der die Pest herbeiruft. Doch eine Gruppe Deserteure übernahm die Grube und schlachtete die Kranken ab. Ich sollte sie auffordern zu gehen. Wenn sie die Tore der Mine öffnen und hinabsteigen. Dann haben wir es nicht nur mit Catriona zu tun. Lass mich raten. Auf deine Warnung haben die Deserteure nicht gehört? Schön wär's. Sie haben meine Leute ermordet. Nur ich bin entkommen. Bitte hilf mir. Ich kann nicht bezahlen. Diese Banditen und dieser böse Geist müssen beseitigt werden. Wenn hier wirklich ein Hexer gefragt ist, muss ich mehr wissen. Wie lange ist dieser Geist schon in der Mine? Hat man ihn je gesehen? Mir wurden nur Ausschnitte aus den Dokumenten gezeigt. Ich bin nicht so hochrangig. Aber ich glaube, er ist vor langer Zeit erschienen. Nach den Opfern der ersten Epidemie. Die Kirche hat einmal versucht, den Geist zu exorzieren, aber ich wüsste selbst gern, wie das endete. Bei den Details waren sie eher geizig, hm? In der Tat. Unseren Patienten zufolge hörte man in letzter Zeit flüstern in der Nacht. Flehen um Gnade, aber geisterhaft. Seltsam. Es ist alles so beängstigend. Aber mehr weiß ich nicht. Bei so einer wichtigen Aufgabe sollte die Belohnung angemessen sein. Wenn das, was ich dabei habe, als angemessen zählt? Wow. Oh nein, das ist zu viel. Viel mehr als meine Besoldung von der Kirche. Mensch, Junge. Gerechtfertigter Preis. Doch mehr als ich habe. Dann sag doch, wie viel du hast, Jay. Ein gerechtfertigter Preis. Doch mehr als ich habe. Einverstanden. Ein Teil davon kommt aus meiner Tasche, doch ich denke, das ist es wert. Gut, ich helfe dir. Und du wartest am besten hier. Mit meinem Geld. Natürlich. In dieser Situation könnte ich das Geld kaum besser ausgeben. Oh, der Schlüssel.
Er öffnet das Tor zur Mine. Geh mit dem ewigen Feuer, Hexer. Besser nicht. Klar, wenn's dem ewigen Feuer Spaß macht, leb wohl. Auch eine gute Antwort. Ah, gucken wir mal. Die Eskorte des Priesters. Schnitte und Stiche. Schwerter. Deserteure? Okay. Hier sollen wir wohl nicht reinkommen. Schön viele Sachen. Sowas mag ich. Na, sehen wir uns hier oben erstmal um. Eieieiei. Okay, hier gibt es ja noch richtig viel zu looten. Der Nummer hier sind wir, glaube ich, erstmal voll. So. Schön. Hier sind wir jetzt erstmal durch. Oh, kurz mal kotzen. Bart juckt. Alles einsammeln hier. Was willst du denn? Zielt auf seine Augen! Lass mir mal, Junge. Runter da von einem Ross. Jetzt zeige ich dir, was mit meinen Augen passiert. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Oh.
mit dem Blutrausch. Tanzen wir. Solange du noch Beine hast und Eier. Reißt ihm die Eier ab! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nein! Stirb! Hab ich auch gerade gesagt. Zur Zeit. Was hat abgeschlossen hier? Hab ich keinen Schlüssel gefunden? So, okay. So, ich glaube, die obere Ebene haben wir jetzt. Uns jetzt hier lang arbeiten. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Also das hier ist ja eine schöne Stelle, du. Da gibt's ja Amok viel zum Einsammeln. Die hat sich genug, die Tour. Die war ja nice. Verbessertes Vampiröl, Leute. So. Ich glaub jetzt hier leuchtet nicht mehr auf, ne? Doch, da. So, ich glaube, wir haben alles eingesammelt. Ich speichere jetzt erstmal, bevor wir hier irgendwas machen. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal einzusammeln. So. Okay, na dann das. Schauen wir uns mal an hier, was die wollen. Eine Notiz? Rezept für einen Trank mit Schöllkraut. Sollte nach diesen Orten suchen. Bitte, hilf mir! Hm.
glaubhaft. Könnte aber auch eine Falle sein. Mein Medaillon vibriert. Mal nachsehen. Das Zeichen der Wolfsschule. Alt. Sehr alt. Getrocknet. Eine Art hämorrhagisches Fieber. Keiras Lampe dürfte hier sehr nützlich sein. Nicht da. Da findest du mich nicht. In diesen Knochen steckt dunkle Energie. Der Geist vielleicht? Fehlt da jetzt noch irgendwas, oder? Können wir den nur pusten? Du verschwendest bloß Zeit! Ich war da oben drauf. Genau. Dort wirst du mich eines finden. Der Wesen, die Renald erwähnte. Noch ein Hinweis. Hilft mir jemand? Halt! Nicht da lang. Thank you.
krass, ne? Knochen, Blut, getrockneter Schleim. Opfer des scharlachroten Nebels. Die Wände sind zerkratzt. Menschliche Fingernägel. Die Kranken wollten hier raus. Andere Hexer waren hier. Aus der Wolfsschule. Ich habe ein mieses Gefühl hier. Wer bist du? War Renald ein Hexer?
Haben aber noch Platz. Aber spannend hier, warm die Höhle. Voll cool. Irgendwas ist doch hier. Hast du gehört? Kehr um! Etwas stimmt nicht. Das Medaillon brodelt. Und dieser Gestank. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Verdammt, was für Abschau. Okay. Ja, jetzt wird's spannend. Auf geht's. Pestopfer. Okay. Lass sie zurück. Verschwende keine Zeit. Du musst mich finden. Mich. Jojo. Alter Falter, die sind ganz schön. Regenerieren die sich? Alter Falter, ey. Ah, die waren ja krass. Sackgasse. Zwergenbrand, Schöllkraut, Inhalt der Truhe. Meint sicher diese Truhe. Gut, dass ich Schöllkraut habe. Die anderen Zutaten scheinen in Ordnung zu sein. Offenbar Renals eigene Rezeptur. Mal ausprobieren. Alles deutet auf eine Pestmaid hin. Aber die Symptome... Eher ein rotes Miasma. Ja. Ich muss mich vorbereiten. Du verschwendest bloß Zeit. Hm.
Okay. Reinheitsfilter und Geisterwehr. Okay. Nochmal gucken. Cool. Silberschwert. Aber ich glaube, unseres ist besser. Hm. Vampiröl. Wir brauchen Geisteröl. Das hier. Schwarzes Blut, weißer Honig. Was soll der jetzt sein? Ach ja, Reinheitsfilter. Vergiftung. Erhöht Zeichen und beschleunigt Ausdauerregeneration. Okay. Kann ich aber noch nicht nehmen. Geisteröl haben wir schon mal drauf. Gut, wir haben nochmal irgendwas gekriegt. Die ja locker hin. Muss was übersehen haben. Das ist das Wetter. Oh!
49%. Immer noch fleißig. Achso, welche Höhle bist du? Habe ich jetzt erst gesehen. Ich bin gerade in so einer Mine, wo die Pestopfer reingeschleppt haben. Also so Leute, die mit der Pest infiziert waren. Und da, ja, haben die jetzt so Stimmen gehört quasi. Und ich soll mal gucken und es soll. Oder also wir haben jetzt herausgefunden, dass das eine rote Miasma sein soll. Frag mich nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas Krasses. So wie es aussieht. Oh. Hallo. Stalagmiten. Zerstöre sie. Okay. Du bist endlich hier. Nach all den Jahren. Aha. Der Geist. Ein Miasma. Es ist noch hier. Alles klar, Digi. Es übernimmt die Kontrolle. Schnell! Reynald? Ja, aber meine Kraft lässt nach. Der Geist übernimmt. Ich habe uns hier drin eingesperrt. Das Salz. Verstehst du? Es kann nicht entkommen. Du hast ihn in eine apotropäische Kammer aus Salz gelockt. Perfekt für einen Geist. Clever. Aber ich spüre ihn noch in mir. Schon so lange. Hilf mir, Bruder. Gib mir den Trank, um ihn loszuwerden. Hab deine Briefe gefunden. An Lambert. Schade, dass er dich verraten hat. Gegen die Kraft von zwei Hexern hätte das Miasma nicht viel ausrichten können. Ich war töricht vor langer Zeit. Lambert, diese Schlange, hatte mein Vertrauen nie verdient. Das erzähle ich ihm, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Dein Freund hieß übrigens Osmund, soweit ich weiß. Verspottest du mich? Nein. Aber ich denke nicht, dass ich gerade mit Reynald spreche. Keine schlechte List. Aber ich bin auch kein Trottel. Verstehst du nicht? Es wird die Kontrolle übernehmen. Es wird dich töten und alle, die du... Jetzt bin ich die... Trottel. Beende, was ich begonnen habe. Das werde ich, Reynald. Halte noch etwas durch. Okay. Auf geht's. Der geht's. Du wirst diese Mine nicht verlassen. Doch, das werde ich. Du bist der schwächere Hexer. Ich werde dich töten. Deine Eingeweide durchdringen. Thank you.
Denker nach. Ich bin nicht die erste Geißel, die den Kampf lässt. Du hast schon einer Pestmaid gedient. Wozu es aufhalten? Hexer gegen Hexer. Krasser Kampf. Okay. Wo ist denn der Kranken? Okay. Alter! Okay, die ist ja krass. Alter. Reynald starb vor Jahrhunderten, aber seine Leiche ist nicht verwest. Liegt bestimmt am Miasma. Seltsam. Hab noch nie so eine Rüstung gesehen.
Und das Medaillon. Ein flacher Wolfskopf. Osmond hat endlich jemanden geschickt. Die Götter haben dieses verfluchte Tal wohl doch nicht vergessen. Und dir danke ich. Ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Manchmal wusste ich nicht, ob ich es bin oder das Miasma. Vielleicht beides. Vielleicht weder noch. Schon gut. Aber es war nicht Osmond, der mich geschickt hat, sondern ein Priester des ewigen Feuers. Wer bist du eigentlich? Du hast ein Wolfsmedaillon, aber es sieht seltsam aus. Anders als meins. Seltsam? Inwiefern? Ich habe es selbst entworfen und geschmiedet, wie alle Hexer in Kaer Morhen. Beeindruckend. Ich habe meins nicht selbst gemacht. Hab's von meinem Mentor bekommen. So wie alle Hexer in Kaer Morhen. Muss zu deiner Zeit anders gewesen sein. Apropos, wann bist du überhaupt hierher gekommen, in diese Mine? Das war das Jahr 970. Oder 80? Ich weiß es nicht Alter. Mehr. Mein verdammtes Gedächtnis ist durcheinander. Renald, das war vor über 300 Jahren. Boah. 300? Nein. Nein! Nach 5 Jahren hätten sie jemand anderen geschickt. Nach 10. Osmond wäre gekommen. Verflucht. 300 Jahre, ey. Tut mir leid. Das Miasma hatte Glück mit dir. Durch deine Hexerimmunität konnte es von dir Besitz ergreifen, ohne deinen Körper zu zerstören. Grausame Ironie. Ich habe es mit aller Kraft an der Flucht gehindert, bis ich uns in diesem Salzgefängnis eingesperrt habe. Davor hat es von den Kranken Besitz ergriffen. Sie wurden verändert, verdorben, in Tote verwandelt, die nicht starben, wild und aggressiv. Krass. Die Stimmen, Fackeln. Das warst nicht du, oder? Das fragst du noch? Das Miasma wollte dich hierher locken. Ich war zu schwach, um dich überhaupt zu bemerken. Zumindest anfangs. Was ist passiert, dass du hier mit dem Miasma eingesperrt wurdest? Die Kultisten beauftragten mich, es zu vertreiben. Aber sobald sie dachten, ich könnte besessen sein, haben sie mich sofort aus Panik mit eingesperrt. Alter. Sie hätten einen Exorzisten rufen können oder einen anderen Hexer. Irgendwen. Und die armen Seelen, deren Knochen die Mine füllen, alle für das ewige Feuer im Stich gelassen. Hab ich gesehen. Das Miasma hat sich schon mal als Hexer ausgegeben. Wie soll ich wissen, ob du der echte Renald bist? Frag nicht etwas, was nur ein Wolf wissen kann. Damit das geklärt ist. Bist du überhaupt aus der Wolfsschule? Deine Rüstung, klar, sieht sie ähnlich aus. Aber die Farbe, die Nieten, diese vertikalen Streifen. In Kaer Morhen landete jeder Ramsch bei mir. Alles, was du anfasst, wird zu Gold, hieß es. An dieser Rüstung habe ich auf dem Pfad weitergearbeitet. Sie sollte ein Prototyp für die Schule werden. Aber dann blieb mir keine Zeit mehr. Wir kriegen ganz allein? Ohne Werkstatt? Du hast wohl den Beruf verfehlt. Du bist ein erfolgreicher Rüstungsschmied. Schneider gewesen. Osmond. Er hat immer eigene Ideen für Verbesserungen aufgeschrieben. Wir wollten sie bald in Kaer Morhen besprechen.
Ich will dir gern glauben, wirklich. Aber hast du Beweise? Linke Tasche an meinem Leichnam. Da findest du die Schemas. Geil! Sie euch. Alles klar, Digi. Ja. Dann, ich mach nur noch das hier zu Ende. Weil es ist gerade übelst cool. Ich krieg jetzt Wolfsschule, Alter. Alter. Vergessenes Wolfszimmerspiel. Geil. Jo. ja, ich mach mich gleich auf den Weg, Digga, ja? Du bist frei vom Einfluss des Geists, aber du wirkst aufgebracht. Ich muss sicher gehen, dass du friedlich ruhst. Damit ich nicht zu etwas werde, was wir jagen. Aber es gibt noch eine Angelegenheit, die ich regeln muss. Hilf mir, und ich werde Frieden finden. Ich könnte dich auch einäschern, wie es in der Gilde Tradition ist. Ich soll diese Welt voller Schmerz und Bedauern verlassen? Wünschst du mir wirklich so ein Schicksal, Wolfsbruder? Oh, nein. Du sagtest, ein Priester hat dich geschickt? Ich will mit ihm sprechen. Für meinen Seelenfrieden. Warum? Willst du über Theologie diskutieren? Was sollen ein paar Worte ändern, Renard? Ich will ihm in die Augen blicken. Ihn fragen, wie seine Religion jemanden sieht, den sie zu Tod und Verdammnis verurteilt hat. Dieser Junge hat nichts mit den Priestern zu tun, die dich damals eingesperrt haben. Kannst du mir sie stattdessen bringen? Nein. Natürlich nicht. Ja, was soll's. Von mir aus ein paar Worte, nicht mehr. Ich verstehe deinen Tonfall, aber mach dir keine Sorgen. Ich will ihm nichts Böses. Und selbst wenn, wärst du eh hier, um ihn zu beschützen. Gut, ich hol dir den Priester. Geilo, Alter. Ich verstehe das nicht. Wie konnten sie das zulassen? All die Leichen, das Blut. So viel Blut. Das hätte ich nie geahnt. Reinhold? Ich habe gehört, wie furchtbar du gelitten hast. Ich wollte helfen. Aber wie kann man eine solche Tragödie wieder gut machen? Ich bin nur ein einfacher Diakon. Diakon oder Hierarch, ihr seid alle gleich. Das ewige Feuer kennt nur zwei Arten von Dienern. Kriminelle und Heuchler. Hab die Leiche eines Priesters gefunden, der die Leute in Not hier nicht im Stich gelassen hat. Ist er auch ein Krimineller? Ein Heuchler? Aha. Und wer hat ihn hier eingesperrt? Gule, Trolle, das rote Miasma selbst? Nein. Dieselbe verfluchte Kirche des ewigen Drecksfeuers. Sieh ihn dir an, ein halbes Kind. Was für Gräueltaten hat er begangen? Die Strophe einer Hymne vergessen, zur Fastenzeit was Süßes gegessen, sein Verbrechen ist nur, Heuchlern geglaubt zu haben. Dieser Junge behandelt Hexer wie Menschen. Das ist selten bei Priestern. Fast schon eine aussterbende Art. Nun, also, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Kirche Mutanten verachtet. Unsere Schriften sagen, Ehre und achtet jedes Lebewesen. Aha, Ehrfurcht vor dem Leben, wie hier aufgezeigt? Wie der Prior sagt, ach, verflixt. Mein Leben lang habe ich der Kirche jedes Wort geglaubt. Aber jetzt, wo ich von dieser Farce weiß.
Die Kirche muss die Schwachen schützen, Hoffnung schüren. Doch bei dem, was ich hier gesehen habe, was soll ich nur tun? Wo soll ich nur hin? Na wunderbar. Eine Glaubenskrise. Ist das ein schwacher Moment oder ehrliche Reue? Was wirst du tun, jetzt, da du die Wahrheit kennst? Du bist ein Held, hast eine Katastrophe abgewendet. Zeit, dich mit deinem Schicksal abzufinden. Was willst du? Was brauchst du dafür? Ein Held. Früher kümmerte mich das Wohl aller. Ich war jung und ehrgeizig. Ich wollte für etwas kämpfen. Jetzt bin ich nur noch erschöpft. Hab keine Kraft, keinen Wunsch zu philosophieren oder mich über die Rettung der Welt zu freuen. Das hat mir die Zeit alles genommen. Dir mag die Kraft zum Kämpfen fehlen, aber jemand anderem nicht. Du brauchst keine Kirche, um Gutes zu tun. Das kannst du allein. Ja. Du hast recht, Hexer. Ich gehe nicht nach Novigrad zurück. Ich werde diesen Ort in eine Zuflucht für die Erkrankten verwandeln, die den Namen auch verdient. Schließlich war es mein Ziel, Menschen zu helfen, nicht der Kirche. Was tue ich da? Jahrhundertelang widerstehe ich einem roten Miasma, aber ich schaffe es nicht, diesem Jungen zu vergeben, als ob mich nur mein Hass bei Verstand gehalten hätte. Vielleicht hat er das ja, aber das ist vergangen. Jetzt kannst du dich anders entscheiden. Dein Opfer war nicht umsonst. Die Kirche ist nicht mehr mein Zuhause. Ich werde dieses Grab in eine Zuflucht für die Lebenden verwandeln. Dir gewidmet, ehrenwerter Hexer. Du hast hier etwas verändert, Reinhard. Für ihn und viele andere. Sicher wäre ein anderer Name besser. Ich bin kein Heiliger, kein Wundertäter, nur ein Hexer. Und so soll es auch bleiben. Was für eine geile Quest. Es ist vorbei. Zeit zu gehen. Beim ewigen Feuer. Ich glaube, nein, ich weiß, was ich tun muss. Doch diese 20 Jahre abzuwerfen, alles, was ich über die Welt wusste. Hier, deine Belohnung. Boah, danke für deine Hilfe. Die habe ich mehr als bekommen, du. Du musst vielleicht nicht alles hinter dir lassen. In deinen Worten lag auch Weisheit. Vielleicht, ja. Vielleicht muss ich das wahre Licht des ewigen Feuers noch finden. Nur irgendwo anders. Leb wohl, ehemaliger Diakon. Viel Glück bei der Suche. So eine geile Quest, wirklich. Also, richtig cool. Hat mir richtig Spaß gemacht jetzt. War auch, ich denke, das Wenn ich auch, Osmunds Notizen finde, die Reinhard erwähnte, kann ich vielleicht die Rüstung vervollständigen. Ich sollte mich nächstes Mal in Kaer Morhen umsehen. Ja, mega, Alter. Mega. Richtig geil. Ich denke, das ist auch ein guter Abschluss jetzt gewesen.